Sepp Plath hat vor ein paar Wochen schon mal etwas über Mutter Teresa erzählt. Ich habe eine Biografie über sie gelesen und diese Biografie hat mich sehr begeistert. Mutter Teresa ist in einem kleinen Dorf in Albanien aufgewachsen. Sie hatte keine tollen Startbedingungen für ihr Leben. Und trotzdem hat sie diese Welt so sehr verändert wie kaum ein anderer Mensch. In dem Buch wird deutlich, dass sie ihr Leben nach gewissen Prinzipien ausgerichtet hat. Viele Prinzipien sind genannt. Ich nenne einfach mal die drei, die mich besonders angesprochen haben. Das erste Prinzip für Mutter Teresa war, dass der Mensch, der mir gerade gegenübersteht, der wichtigste Mensch der Welt ist. Leute haben gesagt, wenn Mutter Teresa mit mir sprach, hatte ich das Gefühl, dass ich 20 cm größer werde. Ich hatte das Gefühl, dass Gott mich selbst durch ihre Augen anguckt. Bei mir ist es immer so, dass wenn ich mit einem Menschen spreche, im Augenwinkel schon wieder einen zweiten sehe und denke, mit ihm möchte ich gleich eigentlich auch noch ein paar Worte wechseln. Mutter Teresa hat sich nicht stören lassen. Der Mensch, der mir gegenübersteht, ist der wichtigste Mensch und er hat meine ganze Aufmerksamkeit verdient. Er ist ein Ebenbild Gottes. Das zweite Prinzip, nach dem Mutter Teresa gelebt hat. Sie hat dem Bösen nicht den Raum gegeben, den es forderte. Das Böse hat nicht die Wirklichkeit bei ihr bekommen. Einmal war sie bei Ortega, dem Präsidenten von Nicaragua, und sie wollte ihn bitten, ein Haus für die Ärmsten der Armen in Nicaragua zu eröffnen. Ortega hatte kein Verständnis für sie. Er hat eine halbstündige Rede gehalten und hat auf die Rechtmäßigkeit seines Regimes hingewiesen. Neben ihm saßen links und rechts zwei Soldaten mit Maschinengewehren. Mutter Teresa hörte sich diese Rede an. Danach ging sie auf Ortega zu und fragte ihn, haben Sie Kinder? Ja, sagte er, 7. Und dann griff sie in ihren Sari und holte 7 kleine Münzen raus, auf denen Maria und Jesus zu sehen waren. Im selben Moment veränderte sich die Atmosphäre im Raum. Am nächsten Tag hatte Mutter Teresa die Erlaubnis, das Haus für die Armen zu öffnen. Sie hat dem Bösen nicht den Raum gegeben, sie hat nicht daran angeknüpft. Sie hat es an die Seite gestellt und ist ihm dann mit Liebe begegnet. Unvorstellbar. Ich möchte das können. Das dritte Prinzip, nach dem Mutter Teresa gelebt hat. Sorgen, Probleme, Konflikte, Krankheit, Leid, Schmerz sind Geschenke Gottes. Am Ende ihres Lebens war Mutter Teresa sehr krank. Sie hatte viele Herz-OPs, ihre Hände waren blau geschwollen und voller Nadelstiche. Und sie guckte auf ihre Hände und sagte, Geschenke Gottes. Sorgen und Schmerz und Krankheit und Leid treiben mich direkt in die Arme Gottes. Ich falte meine Hände und renne in seine Arme. Ich brauche dich, Gott. Diese Dinge lassen unsere Persönlichkeit reifen. Sehen, wie abhängig wir von Gott sind, dass wir ihn brauchen, dass wir seine Nähe suchen. Und so hat sie gesagt, durch diese Dinge komme ich Gott näher und ich begreife sie als Chance. Auch das ist etwas, was ich gerne von ihr lernen möchte.